Was ist marxistischer Sozialismus? Zweiter und letzter Teil. Norbert Nelte. Internationale Sozialisten. Allein schon das basisdemokratische Räteparlament zwingt die Parteien, egal ob rot oder rosa, dazu, eine internationale Politik für einen weltweit ausgeglichenen Markt mit gleichem Lohn für gleiche Arbeit durchzuführen. Die Arbeiterklasse beträgt in Europa, Nordamerika und Australien schon gut 85% der Bevölkerung und in Asien, Lateinamerika auch schon annähernd. Da werden die Arbeiter nach einer Revolution, in der sie ihr objektives Interesse entdecken werden, dies auch in ihrer Basis und dann auch in ihren Parlamenten durchsetzen werden. Auch die selbstständigen Berufsgruppen wie Ärzte und Rechtsanwälte, die kleinen Ladenbesitzer, die Bauern, Hausleute, Studenten und Rentner werden dort mit vollem Stimmrecht ihre Delegierten haben. Aber die Arbeiterklasse ist schon inzwischen weltweit so überwältigend groß, dass dem Internationalen nichts mehr entgegengesetzt werden kann. Es gibt mangels Profite keine organisierte Gegenstimme mehr dagegen. Zur Durchsetzung des gleichen Lohnes für gleiche Arbeit im weltweiten Arbeiterstaat und für die gleichmäßige Entwicklung aller Gebiete ist die Freigabe der Patente und aller Lizenzen im weltweiten Arbeiterstaat natürlich unbedingte Voraussetzung. Lenin empfahl, die Löhne nur innerhalb einer kleinen Spanne. 80% für Ungelernte, 100% für Facharbeiter und 120% für Studierte. Wir brauchen untereinander keine Grenzen mehr. Deshalb schließen sich alle Arbeiterstaaten zu einem Staat zusammen, auch auf mehreren Kontinenten. So haben sich unter Lenin 1922 15 Staaten zur Sowjetunion, auf Deutsch Union der Arbeiterstaaten, auch zusammengeschlossen. Dass Stalin das Gegenteil von Lenin gemacht hat, sieht man auch schon daran, dass unter ihm 1945 die neu hinzugekommenen Länder des Comecon sich nicht vereinigt haben. Wir haben bereits 500 selbstverwaltete Betriebe in 9 Ländern, die alle nach den basisdemokratischen Grundsätzen ihren Sprecherrat und ihre Delegierten zu den nationalen Kongressen wählen. Und sie alle wollen gleichen Lohn. Wir sind also schon mittendrin in der Zukunft. Marx sah in den selbstständigen Organisationen der Produktion durch die Arbeiter in Genossenschaften einen ersten Schritt zum Kommunismus. In Südamerika, wo sich allein 450 selbstverwaltete Betriebe befinden, wird auch das Zentrum des zukünftigen sozialistischen Staates liegen. Das, was früher Russland war. Nur diesmal wird das gleich weitergehen, denn die ganze kapitalistische Welt liegt in den letzten Zügen. Obwohl die Massen den Sozialismus hassen, da ihnen von allen Seiten eingeredet wurde, sowohl von der kapitalistischen Regierung als auch von der außerparlamentarischen Opposition, dass die stalinistische oder maoistische Diktatur, dass dies der Sozialismus von Marx sei. Obwohl sie dies also hassen, werden sie ihn trotzdem gegen ihren eigenen Willen erkämpfen. In Argentinien, wo sich schon 2001 die Krise aufgrund der ersten neoliberalen Versuche vollkommen zugespitzt hatte, und die Arbeitermassen mit Hunderttausenden den Präsidenten de la Rua zur Flucht mit dem Hubschrauber
aus dem Präsidentenpalast gezwungen hatten, flohen die Kapitalisten massenweise aus dem Land. Die Arbeiter mussten ihren Betrieb setzen und in Eigenregie weiterführen, wollten sie weiterarbeiten. Denn in ganz Argentinien gab es keine Arbeit mehr. Der Kollege von dem Keramikwerk Fassin hat früher Sanon erzählt. Wir arbeiten jetzt für uns. Am Anfang war es schwer. Wir waren es nicht gewohnt, ohne einen Chef an unserer Seite zu arbeiten. Aber mit der Zeit, da ging es immer besser und wir wurden immer sicherer. Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich schon immer die Chefs waren, dass wir das Wissen haben. 2012 führten die selbstverwaltenden Betriebe schon eine Messe für Produkte genossenschaftlicher Betriebe in Argentinien durch. Die Arbeiter, die in den selbstverwalteten Unternehmen als Kooperative organisiert sind, sind besser auf die Krise vorbereitet als andere. Denn normalerweise wird das vorhandene Geld auf die Löhne und Gewinne verteilt. In Krisenzeiten geht der Großteil in die Löhne. Ein gewöhnlicher Unternehmer dagegen zieht es vor, die Produktion in Krisenzeiten zu drosseln und Arbeiter zu entlassen, in seinem eigenen Interesse. Wenn wir fünf haben, teilen wir fünf auf. Wenn wir nur eins haben, teilen wir eins auf. Und wenn wir nichts haben, teilen wir das auch. Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind. Denn so schwer wie am Anfang kann es gar nicht mehr werden. Da haben wir die Werft ein Jahr lang ohne Lohn am Laufen gehalten. Es ist gut zu zeigen, dass die Arbeiter in der Lage sind, eine Fabrik alleine zu führen. Die da oben denken doch nur ans Geld. Die da oben, die Kapitalisten. In Argentinien hat es nur angefangen. Aber es wird überall so weitergehen. Am 15.10.2014 berichtet das Wirtschaftsblatt, Zitat, IFO-Chef spricht von alarmierender Kapitalflucht aus Italien. Zitat Ende, Link 12. Griechenland ebenso schon. Spanien, Frankreich, Portugal. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das alles wird trotz ihrer Statistiklügen in die Luft fliegen. Das Einzige, was sie noch hält, sind die Blockaden im Gehirn aller Menschen. Das größte Problem ist der Kopf. Die Gedanken, die Hürden, die man im Kopf hat. Aber sobald man merkt, dass man es auch alleine schaffen kann, dass alles in unserer Hand liegt, ist es wunderbar. Das verändert alles. Man wird kreativ und alles wird viel einfacher. Aber wir haben ja jetzt in Argentinien gesehen, dass die Blockaden den Kapitalisten auch nicht mehr helfen. Wenn diese mit ihrer Kapitalflucht die Arbeiter zur Besetzung zwingen, das ist eine tiefe, tiefe Blockade im Gehirn der Menschen. Ohne Chef ginge es nicht, einen Betrieb zu führen. Seit 7000 Jahren wird das den Menschen schon eingeredet. Damit wird er schon geboren. Nur die Chefs haben auch ihre Leute, die den ganzen Bürokratenkram mit der Anmeldung und der Betriebsführung machen. Ich war auch einmal als Arbeiter Geschäftsführer, also Kopfarbeiter, Betriebswirt bin ich. Die Arbeiter haben das Fachwissen, die Chefs sind oft nur zum Repräsentieren da. Und jetzt zum Betteln. Bitte, bitte, lieber Staat, gib uns noch ein Konjunkturprogramm, noch einmal Kurzarbeitergeld. Oder einen Staatsauftrag für mein Rüstungswerk. Hoffentlich ist bald die Krise so tief wie in Argentinien, dass ihr Bosse alle baut. Hört ihr, wir brauchen euch nicht mehr. Wir brauchen jetzt die Emanzipation aller Kollegen. Norbert Nelte, Link 13. Verfolge den Wirtschaftszusammenbruch mit Fahrplan. Im digitalen Wegweiser durch die Todeszuckungen des Kapitalismus. Krisenticker, Link 14.